Der kommt dort holländischen Kampfhaft, da steht eine Kürze und über Dankart und so. Auch über Dankart? Die ist ja tot, wirklich tot. Im Schlaganfall haben sie mir gestern gesagt, der Dankart soll tot. Das weiß ich nicht. Kriegst du das mal raus? Das war's, ne? Weißt du, da ist denn so meine Grenze, das Bahn, bei dem Sachen. Wenn ich hätte ihn da noch mal ganz gesehen, dann merkt die Schuld, dass ich so bis sonst ziehe. Ja, das macht aber sehr auch. Aber da siehst du, dass das alles nicht wesentlich ist. Ob du Knet hast oder nicht, solange man für seine Koka und seinen Kater das hat und kann auch sich bewegen. Wie alt bist du? Ich bin jetzt in 75. Das war ja älter. Das siehst du aber besser aus, dass du. Hast du nicht so aufwendig erlebt wie ich. Ich habe auch schwere gesundheitliche Sachen hinter mir. Ich habe hier, ich habe da Kunststoff vom Herzen zu meinen Beinen. Er hat mir beim Einfahren die Beine gebrochen, beim Motorradrennfahren, die Wirbelsäule, beim Segeln, im Skilaufen, immer. Immer Hasardeur. Jetzt bist du vernünftig. Ich kann ich gerne nicht werden. Ich muss immer wie ein Kind bleiben. Sonst kannst du kein Philosoph sein. Dann kannst du die Texte nicht verstehen, was mein Freund Sir Franz mich schreibt. Also, in der verliere ich mich. Weil je länger ich das mache, auf einmal sehe ich, wie ernst das ist, was ich mache. Und wenn dann noch mit Humor und so geschrieben wird, ist schon toll. Ne? Ja. Deshalb habe ich ja keine Armbanduhr und dann wüsste ich sehr sofort, seitdem die Uhr eingeführt wird, bis sie geknackt ist. Hast du keine Uhr? Nee. Als Schüler habe ich schon bei Siemens nicht mehr. Und als ich aufgehört habe bei Siemens, habe ich ja immer Stahlblauen Einstoff, Lackschuhe und Fliege oder Schnitt. Ja. Mein ganzes Leben lang 35 Jahre hier. Hm? Dann geht manchmal jetzt sogar bloß in die Kasse. Ich rufe mal, bitte hat ihn nicht mehr. Ja. Alle bitten ihr Brot hier oder ist dann bloß wieder ein Tier? Die Tochter, die Tochter zieht mir nach, wenn ihr die Brille kommt, können wir uns überlegen. Und da hat er gesagt, das wäre ein Markenzeichen. Er hat gesagt, lass rein, kannst du früher sagen, wie will sich verdienen. Oh ja, nein. Aber was ich kurz mit bewundert weil die Oma kann ich ganz gut sagen. Und der war ja sozusagen, das ist ja eine Generation, eine Brauereidirektor. Ja, das weiß ich. Wenn der Brauereidirektor mal war, da hat der Stahl gekommen. Wird bestimmt auch an der Stange sehen können. Brauerei ist über Stahl. Ja? Jedenfalls, viele Fehler macht er nicht. Und wenn du dir überlegst, vor 10, 15 Jahren, als er anfing, gar nicht, und dann hockt er da so mit Gamaschen, mit Bundesrepublik Deutschland, alle lachen. Hm? Sandro hat nur nicht, das Schlüssel, auch nicht in Luft ausgelöst. Ja. Wenn du 3 Meter hast und ja nicht mehr willst, wer deine Mutter hat, und das alles nicht mehr in einem Innenkreis unterscheiden kann, ist auch eine Sucht, ja. Sexualsucht ist auch eine Sucht. Ich glaube, mir ist es wirklich egal, wer mit wem könnte. Aber weißt du, wenn du das dann siehst, dass das als ja, Kant hat gesagt, der Mensch darf nicht des Menschen wegwerden. Und das muss man einfach so halten. Vor allem, dass die Kasse das auch noch tun. Das ist wiederum, dass sie alle so zusammenhalten werden, ja? Aber da lebt doch mal da. Meine Oma kommt ja von Fremberg daher. Ich bin in meine Spree gesprungen früher als Kleiner. Hat sie Angst gehabt, wie er saugt. Ach,
Ich brenne da auf der Insel. Irgendwie fehlt was da. Irgendwas fehlt. Irgendwas ist falsch. Seid ihr verstanden? Hast du gesehen, wie schwer der sich irgendwann anfangen könnte? Recht zu wenig. Naja. Aber ich habe da ein schönes Rentenalter jetzt. Über 20 Jahre, oder? Aber du hast ja wieder Arbeit. Ja, das mache ich ja, sonst wäre ich ja tot. Wie bei dieser Rampen auch? Nee, hier war jetzt taktisch. Ich war mehr fast als drei, das wird ja schon merklich. Das fährt es nicht durch zu mir. Sieht man so aus. Guck mal, hier war es. Erleben doch meine richtige Freie. Ne? Oh, das hat überhaupt nicht. Ja, warum hat der in München versagt? Wieso? War da gar nicht dann stand. Wie heißt der? Was die und der Schippe. Nee, Schippe. Die standen zusammen. Und Sandro haben sie nicht mit reingegangen. Im Tischbrett. Und der war noch gut drauf. Der war schon echt gut. Nach dem Gelände. Und ich glaube, dass der ganze viel Empathie hat. Und dass deswegen so ein Arra kränkt, als wenn er sich minderwertig fühlt. Ja. Da fühlt sich gar nicht mehr dabei. Ja? Das ist schon jemand, der ein Bauer ist von 30 Hektar. Ne? Hm? So ein Arsch wie ich kommt und immer nur lacht und so. Aber Vater ist nun mit seinen schönen LKWs von alle. Ja, der ist in Deutschland weit. Der baut auch hat den nur zwicken. Ne? Wir haben den überfunden gesagt, der hatte so alle gehabt mit der Abschluss. Ich wollte ihn mal links gefahren, hat den Rest überholt. Haben die alle raus. Na ja, guck, alles zweite Mal, was? Hat man sie nicht schon mal gehabt? Moment, sag mal, du machst ja. Warum gibst du das nicht drauf? Was? Setz dich hinter der Ofenbank. Ja. Bei denen hätte man. Also ich zeig dir damit, dass Thorsten auch Humor hat, ja? Ja, ja, ja. Also der erzählt nicht allen das, ja? Aber der kann das schon. Bukos hat er von vor allem wieder den übernommen, den großen Gestüter. Das kommt ja auch wieder von vor allem. Ja. Und ich habe jetzt noch mit vor allem gesprochen und war mal irgendwann hin. Ihr könnt mal sehen, als jetzt eine Oma, der hat es wieder eingestellt dafür. Also muss ja auch alle weitergemacht werden. Wo die immer die überhaupt nicht mehr wohnen.